Es gibt eine Art von Menschen, die ich seit Jahren versuche zu verstehen. Ich meine die, die behaupten, alles schwarz-weiß zu sehen, mit Aussagen wie, warum wollen Menschen anders sein? Seid doch einfach normal, obwohl das Anderssein normal ist und deren Verhalten pauschal. Normal ist die allgemeine Meinung einer Gemeinschaft, wie für sie etwas richtig läuft. Nun gibt es tausende Gemeinschaften mit tausenden Meinungen gehäuft, also ist eigentlich alles normal, um das Anderssein zumal, denn wenn Menschen nicht anders wären, wäre es ein Skandal. Und das sind genau die Leute, die sich über das Anderssein beschweren, die innerlich anders sein wollen, aber zu ihrer Wurzeln zurückkehren und deren Verhalten so erklären, dass wir die Verrückten sind. Ich bin deutsch. Ich werde aber nie deutsch sein, denn egal was ich tue, mein Aussehen wird im Nu mich zu einem Außenstehenden machen. Ich bin Ausländer. Ich werde aber nie Ausländer genug sein, denn egal was ich tue, geboren und aufgewachsen bin ich hier. In der Heimat werdet ihr mich zum Deutschen machen. In der Mitte aufgewachsen und nirgendwo ein Zugehörigkeitsgefühl, weil wir in einer Zeit leben, wo wir immer noch differenzieren, so wie ein Tier über Rasse und Art reden. Wann werden wir es pausieren? Wann werden wir es pausieren? Wann machen alle Menschen endlich auf? Ich nehme diesen Schmerz jeden Tag in Kauf und es gibt Menschen, die noch mehr leiden. Es gibt Menschen, die unter Schutt und Asche liegen, durch Erdbeben und Kriegen ihre Familien Heimat verloren haben und hier in Deutschland fliegen Worte durch die Luft, die mich entsetzen. Leute, die sich über Spenden beschweren. Sie räumen uns die Regale leer. Das sollte mich nicht scheren, aber Menschen sterben. Könnt ihr es nicht sehen? Wie kann man nur so dastehen und die Hilfe anderer schlecht reden? Nein, wie kann man nur so als privilegierte Person egoistisch sein und sein Privileg nicht abgeben, es teilen? Mit Kindern, Müttern, Vätern, Schwestern und Brüdern, die nach unserer Hilfe eilen.